So, moin zusammen. Diesmal geht's ab nach Edgefield wieder mal mit unserem 8,5-fach. Das heißt, wir haben zwei Beweise, keinen Sprint, begrenzt Sanity. Das heißt, wir benutzen viel Licht und Kerzen und so weiter. Wie ihr seht, wir starten mit 25. Waker Garage. Smudge Motion Parabolic. Perfekt. Okay. Wir haben kein Cursed Object. Also, wir bereiten alles vor und sind gleich wieder da. So, wie ihr seht, wir haben wieder schönes Sonnenaufgangwetter. Das hier ist Edgefield Road. Sieht richtig schön aus mit dem Kreisverkehr da. Ja, okay, dann hüpfen wir mal rein. Du gehst wieder nach oben, ne? Ja. Ich mache hier unten alles. Sie ist immer die Obenfrau, macht immer alles oben. Also nichts oben ohne. Bei uns immer oben mit. Wir sind wie ein Bikini für ein Haus. Okay, haben wir einen Hiding Spot? Oh, cool. Beim Breaker ist ein Hiding Spot. Ich habe hier unten eine Tür gehört. Oder war das oben? Ich glaube, der hat die Kellertür hier aufgemacht. Du kannst schon mal nach dem Dingens gucken, Knochen. Oh, Badezimmertür, Fingerabdrücke. Oh mein Gott, der hört nicht auf, der hört nicht auf. Ist das ein Demon? Gib mir die Fingerprints, gib mir die Interactions. So, was haben wir jetzt? Interaction Fingies. Perfekt. Was ist mit der Tür? Hast du mir hier auch ein. Ja, da hätten wir auch. Hast du den Knochen? Nein, ich sage, ich gucke noch auf Knochen noch. Okay. Okay, ich kümmere mich schon mal um den Geist. Ja, wir haben schon mal Fingies. Das ging ja schnell. Das ist ja wieder mal ein ungewollter Speedrun hier. Dann sichern wir mal ab. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er genau ist. Er war jetzt hier aktiv und hier. Das heißt, wir sichern den Bereich dann mal ab. Dann checken wir mal, wo er genau sitzt. Oh, bist du ein Flurgeisti? Yep, ein Flurgeisti. Ah, welche Tür war das? Die hier. Ja, mir sind leider gerade die Fotos ausgegangen. Schmeißen wir die mal dahin. Hopp. Okay. Komm, komm, komm. Hopp, hopp, hopp. Packen wir das mal hierher. Und gucken mal, was hat es jetzt gezählt? Interaction. Haben wir Fingies? Yep. Normale Fingies. Okay. Hä? War das gerade Gefrieratem? Fingerabdrücke, Gefriertemperaturen schon wieder. Und er hat gerade eine Tür zugemacht, aber normal, also nicht wie ein Juray. Okay. Ja, es friert den ganzen Flur runter. Okay, warum nehme ich überhaupt die Bücher mit? Wir haben doch schon alle Beweise. Okay, dann sichern wir mal hier den Eingangsbereich ab. So, Parabol werden wir vielleicht brauchen. Hier haben wir noch Sensoren. Packen wir noch da einen hin. Genau, können wir schön sehen, wo du langläufst. Mein Gott, der liebt Türen. Wir müssen aber trotzdem noch nach Orbis schauen. Und reingesteppt. Ah, Mist, ich habe vergessen, hier meinen Spezialsensor wieder hier hin zu tun. Der stampft hier auch fleißig rum. Hast du den Knochen schon gefunden? Nein, hast du gefunden, den Knochen? Ich dachte, du hättest ihn vielleicht. Nee, ich habe nicht groß weiter geguckt, weil ich mich um den Geist gekümmert habe. Achso, ja, ich habe bis jetzt noch nichts. Ich habe auch schon mal das Versteck vorbereitet. Okay. Kann ich den noch nehmen? Perfekt. Okay, schmeißen wir das mal hierher. Ghost Event? Nein?
kein Ghost Event. Okay, der Geist hat ein Licht im Wohnzimmer angemacht. Der will uns unbedingt seine Fingis zeigen, irgendwie. Was haben wir denn hier auf der Liste? Okay, Obake ist aber raus. Ah, Jin. Kannst du bitte das zweite EMF runterbringen? Ja. Leg das einfach an eines der Kruzifixe. Ich packe ein EMF an den Breaker, falls es ein Jin ist. Okay, es ist ein Jin. Einer von uns hat Sanity verloren. Er hat gerade schon wieder seine Fähigkeit benutzt. Schnell raus, wir müssen Sanity checken. Oder ist das dein EMF, was hier losgeht? Nee, das ist das am Breaker. Komm schnell raus. Oh Gott, der hat vielleicht zweimal hintereinander seine Fähigkeit genutzt. Puh. Okay. Ja, Sanity ist aber noch in Ordnung. Wenn du willst, kannst du das Parabolmikrofon machen, aber hock dich lieber ins Wohnzimmer an den Fernseher und mach es von da aus. Das liegt direkt hier vorne. Und du kannst noch ein paar Salzfüßchen fotografieren, wenn du willst. Ich guck mal im Keller nach dem Knochen. Also oben war nichts, ne? Ich habe nichts gesehen. Okay, ja, dann gucke ich noch mal hier unten noch alles ab, was ich noch nicht abgeguckt habe. Okay, da ist nichts, auch kein Versteck. Schauen wir noch mal hier im Bad. Versuch von dem Geist fern zu bleiben, damit er nicht noch mal seine Fähigkeit benutzt. Du hörst es an dem EMF, wenn das in der Garage auslöst. Komm, Knochen, bitte sei hier. Ich habe keine Lust, jetzt oben wieder alles nach dir abzusuchen. Hier ist kein Versteck. Menno. Ah, Knochen ist im Keller. Hast du noch eine Kamera ready irgendwo? Dann hole ich den kurz. Okay, ich habe schon eine. Ist okay, ich habe schon eine. Letztes Foto für den Knochen. Kleiner Knochenkorb hat sich im Keller versteckt. So. Hock dich mal lieber hier ins Wohnzimmer mit dem Parabol, damit der nicht die Fähigkeit an dir benutzt. Sonst haben wir ruckzuck einen Hand am Arsch. Ich habe ja die Salzflüsse gerade fotografiert, das ist immer stand. Du hast das Parabol, ne? Ja. Wir müssen nämlich von dem Geist erstmal noch wegbleiben. Der hat schon zweimal seine Fähigkeit an uns benutzt. Du kannst dich ja hier so hinstellen und das hier so dann hinhalten, da in den Flurbereich. So, ist auf jeden Fall ein Djinn. Er hat seine Fähigkeit benutzt. Das haben wir auf jeden Fall zweimal jetzt sogar mitbekommen. Okay, dann müssen wir noch das Parabol machen. Also der ist hier in dem ganzen Flur so, ne? Okay. So, wir müssen den noch abwehren. Parabol ist noch nicht erledigt. Das Abwehren, ja, am besten in der Garage machen. Ich gucke aber mal oben nach Verstecken. Also ich habe das... Ups, er hat gerade die Fähigkeit an mir nochmal benutzt, weil ich durchgelaufen bin. Hihi. Wenn man das EMF in der Garage losgehen hört, dann hat er seine Fähigkeit benutzt. Und ich war gerade in seiner Nähe und deshalb hat er seine Fähigkeit an mir genutzt. Ich habe jetzt 25 Sanity verloren. Und er hat sie schon wieder benutzt. Oh Gott, meine Sanity ist jetzt am Arsch, wie ihr seht. Er zieht nämlich einmal die Sanity ab, 25. Ich muss das Parabol, glaube ich, machen. Geh mal in Richtung Garage. Ich mache das dann mit dem Parabol. Nimm das Parabol mit. Oh, er hat schon versucht anzugreifen. Geh schon mal in die Garage. Und schmeiß mir das Parabol hier hin. Wo ist die Garage noch? Hier, hier bei mir. Hier, wo das Licht an ist. Komm, hopp, hopp, hopp. Der huntet gleich. Schmeiß es mal hin. Ich mache das noch mit dem Parabol. Nein, nicht die Kamera, das Parabol. Danke. Kannst dich in den Schrank hocken. Er hat nochmal versucht anzugreifen. Geh schon mal in den Schrank, der greift gleich an.
Den Parabolen muss man gucken, wo man ein Reading bekommt, wie das hier zum Beispiel, und das genau auf den Geist richten. Und so bekommt man dann irgendwann entweder den Footstep oder das Flüstern. Oder eben beim Banshee den Scream. Komm schon, Geist, wo bist du? Und es geht durch Wände und hat eine weite Range, wie ihr seht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, wo bist du? Komm schon. Komm schon. Komm schon, Geist. Ha? Größeres Reading. Na los, Geist, komm. Ab ins Versteck. Er läuft auf irgendeiner Treppe. Parabol ist zu weit weg. Normalerweise kommt er nicht in die Garage so schnell. Ist schon wieder auf einer Treppe. Das ist übrigens das Reading während eines Hands. Okay, ich muss mal gucken, dass ich dieses Parabol endlich mal kriege. Ich weiß nicht, warum das sich jetzt so schwer tut. Normalerweise ist das nicht so schwer, aber gerade tut es sich schwer. Der war an dem Handy da hinten. Hab's, hab's, hab's. Ich hab's. Okay, müssen wir ihn noch abwehren? Ja, wir müssen ihn noch abwehren. Okay, das mache ich jetzt gleich. Okay, dafür brauche ich aber was Licht. Bleib im Versteck. Oh, das Kurze hier ist schon durch. Und halt hier die Tür zu. Ich werde ihn in die Garage locken müssen. Also, falls er mich hier sieht. Ich muss sonst nach dem schreien, dass der kommt. Oh, er ist schon hier. Fang jetzt bloß nicht von da an zu handeln, mein Freund. Dafür habe ich den Sensor da, weil das hier ist dann mein Geister-Highway, sozusagen. Ich baue immer so einen Geister-Highway, wo ich ihn dann eine Zeit lang auch angucken kann, falls es jetzt zum Beispiel ein Obake ist oder ein Phantom oder ein Oni, damit man ein bisschen den auch eine Zeit lang sehen kann. Und dafür benutze ich gerne Sensoren, weil wenn man einen Phantom hat, ist er meistens die meiste Zeit unsichtbar und man wird schnell von ihm erwischt, wenn ihr meine vorigen Videos in Sunny Meadows zum Beispiel gesehen habt, als ich das schön demonstrieren wollte, wie das Phantom flackert. Okay, da kommt sie. Und wie ihr seht, sie kam mega schnell, als sie mich gesehen hat, weil es ist ein Djinn und der Breaker ist an. Die geht dann ab, wenn die einen sieht und wird dann aber wieder in der Nähe langsamer, aber das merkt man kaum. Am besten merkt man es wirklich an dieser Geschwindigkeit. Kann sich nicht entscheiden, auf der Treppe läuft hoch und runter. Ich glaube, die Arme hatte einen Hexenschuss. Die hatte einen Schlafanzug an und hatte den Rücken verdreht. Kann's rauskommen. Ja. Ich glaube, sie hat Rückenaua. Ja, ich glaube, sie will ihre Ruhe. Sie hat die Tür zugemacht. So. Da kommt sie nochmal. Ich glaube, sie wollte zu dir. Sie ist durch mich durchgelaufen. Ja, sie hat uns doch noch ganz höflich zur Tür begleitet, damit wir auch den Ausgang finden. War doch nett von ihr. Sehr gut, ja. So, haben wir ein Perfect Game? Wow, wir haben ein Perfect Game. Cool. Hast du Djinn eingetragen? Nein, warte. Trage es auf jeden Fall ein, weil dann müsstest du eins hier für die wöchentliche Aufgabe bekommen. Eins mehr. Djinn, war richtig. Djinn, ja. Okay, und welche brauchen wir denn? Beweise brauche ich nicht ans Kreuz. Das waren Fingis und Gefrieren. Brauche ich aber nicht unbedingt, nein. Nee. Ich bin mal gespannt, wie oft sie ihre Fähigkeit benutzt hat. Bestimmt 4, 5 Mal. Ich habe das EMF so oft losgehen hören. Das hatte ich noch nie bei einem Djinn. Muss ich jetzt gleich mal in den Statistiken schauen. Das interessiert mich auf jeden Fall. Hatte mal alles rot durch. Krass. Ja, ein schönes Perfect Game endlich mal geschafft. So. Okay, wir machen Skip. Perfect Investigation. Da sieht man den Bonus. Und nur zweimal, aber ich habe das EMF. Okay, dann war das andere wohl noch aktiv gewesen. Okay, zweimal hat sie an uns benutzt. Interessant, dann war das andere vielleicht das Kruzi auch. Kann auch sein.
Okay, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.